Hallo, ich bin die Lena, ich bin 9 Jahre alt und ich darf heute mit meiner Freundin Liv, die Autorin und die Illustratorin von der Schule der magischen Tiere, interviewen. Ich bin Liv, ich bin 10 Jahre alt und ja, ich wollte mitmachen. Ich liebe Tiere und das macht mir halt Spaß, über Tiere zu lesen. Und wenn es dann auch um magische Tiere geht, ist es das absolute Highlight. Also mein lieblingsmagisches Tier ist Sydney, der Koala, weil ich es einfach süß finde, wie das Mädchen immer mit dem Koala kuschelt. Warum haben Sie denn Mr. Morrison und Miss Cornfield englische Namen gegeben? Mary Cornfield und Mr. Mortimer Morrison stammen aus Schottland. Und da wird ja Englisch geredet und die haben englische Namen. Mit wie vielen Jahren haben Sie angefangen, das erste Buch zu schreiben von den magischen Tieren? Ich war 40 Jahre alt, als ich angefangen habe, Bücher zu schreiben. Da begann mein Leben als Schriftstellerin. Zuvor habe ich als Journalistin gearbeitet und habe für Zeitungen Artikel geschrieben. Und jetzt bin ich seit 10 Jahren Schriftstellerin. Haben Sie auch sowas wie ein magisches Tier bei sich zu Hause? Wir haben zu Hause einen Kater, das ist der Lorenzo. Das ist ein Lieber, der streunt nachts um die Häuser und klettert auf die Stadtmauer. Tagsüber schläft er die ganze Zeit und zwar am liebsten in dem Bett, in dem es am meisten muffelt. Da, wo es am meisten noch so ein bisschen nach Mensch riecht, da legt er sich am liebsten hin. Also am liebsten in das Bett von einem meiner Söhne. Er ist kein magisches Tier, aber wir hatten schon immer Katzen zu Hause. Und als meine Kinder noch kleiner waren in der Grundschule, da haben sich die auch schon ganz gerne mal den Kater mit ins Bett genommen, haben gekuschelt, haben getuschelt. Und da habe ich schon mitgekriegt, wie sie sich auch so ein bisschen die Sorgen erzählen. Und zu dem Kater so erzählen, Mensch, heute in der Schule war das so und so blöd. Und das habe ich beobachtet und dachte mir schon, Mann, wäre das cool, wenn das Haustier tatsächlich antworten könnte. War auch ein Grund, wie ich auf die Idee kam mit den magischen Tieren. Welches Tier ist denn für Sie das schwerste zu zeichnen? Der Leander. Dass er auch aussieht wie ein Leopard. Aber mittlerweile kann ich es, glaube ich, weil jetzt haben wir ja Henry und Leander gerade sehr ausführlich geübt in diesem Buch und jetzt kann ich es, glaube ich. Mit welchen Farben haben Sie denn die Bilder gemalt? Ja, die habe ich digital am Computer gemalt. Da gibt es so ein Zeichentablett, das liegt vor meinem Bildschirm und da zeichne ich drauf und dabei gucke ich in meinen Bildschirm und da entsteht das Bild. Die Schule der magischen Tiere soll verfilmt werden. Wie finden Sie das und dürfen Sie mitspielen? Ich finde es total cool, dass die Schule der magischen Tiere tatsächlich verfilmt wird. Es ist geplant, mit echten Schauspielern zu drehen und mit animierten Tieren. Und ehrlich gesagt, ich bin total gern Schriftstellerin und freue mich, dass ich Bücher schreiben darf. Schauspielern soll bitte schön jemand anderer. Das Drehbuch ist dann aber von jemand anders, oder? Stimmt, auch das Drehbuch hat jemand anders geschrieben. Ich habe es aber schon gelesen, die erste Fassung ist schon fertig. Es gefällt mir total gut. Es ist eine tolle Mischung zwischen Freundschaftsszenen. Es kommt auch vor, wie die Ida dem Jo den Liebesbrief schreibt. Also eine ganz süße Szene. Es kommen aber richtige Action-Szenen vor, wo der Benny, der inzwischen richtig gut Skateboard fahren kann, durch die Schule brettert. Das, glaube ich, lässt sich total gut verfilmen. Ich freue mich schon total drauf. Welches Buch der Schule der magischen Tiere gefällt Ihnen beim besten? Und warum? Mir gefällt immer das Buch am besten, an dem ich gerade arbeite. Es macht mir total Spaß, wenn ich wieder ein neues Abenteuer erfinden darf und wenn ein neues Kind in den Mittelpunkt kommt. Im 10. Band zum Beispiel, da schreibe ich über einen Jungen namens Anthony, der ist total im Fußballfieber und es macht mir total Spaß und Freude, mir zu überlegen, was hat der für eine Familie, hat der Geschwister und natürlich die spannendste Frage, welches magische Tier bekommt der Anthony? Welchen Band fanden Sie eigentlich am besten, den Sie gemalt haben? Ich finde immer den letzten am besten. Also jetzt Versteinert finde ich ziemlich gut und Henry und Leander finde ich super und dann Nass und Nasser finde ich gut. Ich glaube, ich finde sie doch alle gut. Genau. Was machen Sie beim Schreiben, wenn Ihnen die Ideen ausgehen? Mir gehen die Ideen nicht aus. Ich habe auch keine Schreibblockade. Es macht mir unheimlich viel Spaß. Ich bin wirklich gern Schriftstellerin. Ich arbeite jeden Tag. Es ist für mich ein richtiger Beruf. Wenn ich jetzt nicht gerade unterwegs bin, auf Lesereise wie jetzt heute, dann sitze ich wirklich am Schreibtisch und schreibe. Es ist aber tatsächlich so, dass eigentlich jeden Tag jede Szene total gut gelingt. Man hat bessere Tage und schlechtere Tage. Aber ich schreibe eigentlich trotzdem weiter. Denn es ist leichter, am nächsten Tag aus schlechten Seiten eine gute Seite zu machen, als aus gar keiner Seite eine gute Seite zu machen. Werden noch mehr Bänder von der Schule der magischen Tiere kommen?
Auf alle Fälle. Die Idee von den Büchern ist, dass jedes Kind aus der Klasse von Miss Cornfield ein magisches Tier bekommt. Es sind schon eine ganze Menge Tiere verteilt, aber einige Kinder warten noch. Und mir fällt auch sicherlich noch der ein oder andere Schlenker ein, denn zu schnell darf die Reihe auf keinen Fall zu Ende gehen. Dann würden wir nämlich, glaube ich, alle weinen und ich sogar auch ein bisschen.